So, herzlich willkommen zu diesem Reiki-Video von Eileen und mir, Marc. Heute geht es darum, dass wir dir vorführen, wie man Reiki für das Herz machen kann. Ja? Wir machen Reiki für das Herz mit Hand und Fuß. Genau, die Sache hat nämlich Hand und Fuß. In der Regel ist das so, vielleicht denkst du jetzt ja, wie Reiki fürs Herz, das ist ja einfach, da könnte man ja die Hände einfach aufs Herz auflegen. Und dafür gibt es auch eine Handposition, die allerdings in manchen Fällen empfehlenswert ist und in manchen Fällen nicht empfehlenswert ist. Und die Herzposition, also die Handposition, die man wählen kann, ist, dass eine Hand hier aufgelegt wird und eine Hand hier in die Mitte quasi kommt, auf das Brustbein. Ja. Manche ziehen das auch vor, die Hände darüber zu halten, aber es ist sehr angenehm, wenn die Hände hier aufgelegt werden. Und dann kannst du dort einfach für einige Minuten Reiki einziehen lassen. Jetzt nehme ich aber die Hände nochmal wieder weg, denn es ist so, nehmen wir mal an, jemand hat wirklich mit dem Herzen, mit dem physischen Herzen Probleme, ja, wie zum Beispiel Herzinfarkt oder andere Sachen oder ein Herzschrittmacher und sowas, dann heißt es, dass es nicht optimal ist, die Hände direkt auf das Herz aufzulegen. Und diesbezüglich kann man das auch tatsächlich geschickter machen, weil nur wenn die Hände auf das Herz aufgelegt werden, heißt es nicht, dass es unbedingt mit dem Herzen besser geht oder besser wird. Und es gibt schöne Möglichkeiten, wie wir Reiki nutzen können, dass unser Partner uns dann sich dann entsprechend selbst regulieren kann durch die Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Und selbstverständlich ersetzen wir mit dem, was wir hier zeigen, keinen Arzt oder Therapeuten und auch keine Diagnosen und dergleichen. Ja? Es geht einfach nur darum, dass wir uns was Gutes tun und Reiki fürs Herz machen. Ja, und dabei ist es nur nützlich als eigentlich erste Grundposition, wenn ich zu den Füßen meiner Partnerin hier gehe und die Hände erst einmal unter den Fußsohlen auflege. Die Idee, die dahinter ist, dass wenn jemand ein Problem mit dem Herzen hat und wir den unterstützen wollen, dass die Möglichkeit besteht, dass der sich ein bisschen beklemmt fühlt, wenn wir einfach die Hände direkt auflegen. Und daher beginnen wir Reiki zu geben von den Füßen an, also den Extremen des Körpers, die möglichst weit weg sind vom Herzen. Das sind also hier die Füße und später dann kommen auch noch die Hände dazu. Ja. Diese Position halten wir auch wieder, wie immer, so um die 5 Minuten. Kann auch gerne länger sein, kann auch ein bisschen kürzer sein. Das ist nicht festgelegt. Anfängern sagt man generell so 3 bis 5 Minuten Reiki geben. Aber wenn du schon ein bisschen spüren gelernt hast und vielleicht mal schon die 7 geheimen Reiki-Techniken dir zu Gemüte geführt hast, wo du unten einen Link zu dem Mini-Online-Kurs dazu siehst, dann weißt du sicherlich schon, man braucht nicht nur auf die Zeit zu schauen, sondern es ist auch durchaus möglich, hier zu spüren und die Kraft sozusagen zu verstärken und die Wahrnehmung zu erweitern, wie viel Reiki jetzt in welcher Zeit gebraucht wird. Und dann brauchst du eigentlich irgendwann keine Uhr mehr. Ja? Jetzt von dieser Position hier, wo wir quasi unter den Fußsohlen sind und wir Reflexzonen mit Reiki versorgen, wo natürlich auch das Herz mit dabei ist und mit versorgt wird, aber auch ein wichtiger Bereich ist aus der TCM, der belebend wirkt, nämlich das Fußherz ist hier. Ja, da ist es sehr, sehr gut, Reiki einziehen zu lassen, damit das dem Herzen gut tut und auch ja quasi um den Kreislauf hier anzuregen mit Reiki. Ja, okay. Und nachdem ich dann eine Weile hier meine Hände aufgelegt habe, übrigens kannst du dort mal auch ausprobieren, wie das ist, wenn du jetzt wie ich von der Seite kommst, ja, ob es bequemer ist, die Hände so hinzutun und dann habe ich hier zum Beispiel einen größeren Winkel drin, das finde ich nicht so angenehm, oder ob du sagst, ja, du bist lieber erstmal, bist du mit beiden Händen an einem Fuß, ja, und gehst später mit der anderen, mit den Händen zum anderen Fuß, diese Variante, oder wie du das machst. Und es hat sich gezeigt, dass
diese Variante, wenn du beiden Füßen Reiki geben möchtest, ganz, ganz hilfreich ist. Und es kann sein, dass du von Position zu Position auch die Arme wechselst, weil es ist einerseits wichtig, dass unsere Partnerin sich wohlfühlt beim Reiki geben, aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir uns wohlfühlen beim Reiki geben. Ja? Genau. Jetzt als nächstes gehe ich mit meinen Händen so und da siehst du, aha, ich habe gleich mal die Hände hier gewechselt. Und jetzt bewege ich mich handbreit für handbreit auf der Innenseite der Beine nach oben, denn dort sind Reflexzonen und Meridiane, die sehr, sehr gut sind für unseren Kreislauf und die inneren Organe. Die haben jetzt direkt mit dem Herzen erstmal nichts zu tun, aber so kann Reiki eben gut nach oben fließen in alle Bereiche, wo es gebraucht wird. Ja? Und die Füße sind dabei ganz besonders interessant, im Prinzip bis zu den Knien. Ja? Wenn wir etwas Gutes für das Herz und die inneren Organe tun wollen. Ja, und so bewege ich mich jetzt sozusagen handbreit für handbreit. Wenn du dann selber Reiki gibst und dort was tun möchtest, dann spürst du natürlich am besten, wie das mit der Zeit ist, wie lange Reiki gebraucht wird. Ich mache das jetzt ein bisschen in einem Zeitraffer, ja, also etwas schneller, als ich das in Echtzeit tun würde, wenn wirklich so ein Problem vorliegen würde. Ja? Genau, das heißt, dann spüre ich intensiv und wie viel gebraucht wird, bevor ich zu der nächsten Handposition wechsle. Ja, dann gehe ich nach einer Weile wieder weiter und kann natürlich auch mit meinem gesamten Körper mitgehen, dass das hier bequem ist. Genau, und so bin ich hier jetzt auf der Innenseite der Waden in diesen Bereichen, die sehr, sehr gut sind für das Herz. Während du Reiki einziehen lässt, ist es auch gut, dass du dich kümmerst um eine für dich bequeme Sitzposition. Ja, ich sitze sehr gerne auf den Knien und deswegen kann ich diese Position einnehmen. Und hier liegt noch mein Arm auf meinem Oberschenkel auf und das ist dann sozusagen doppelt bequem, wenn ich mich hier nach vorne beuge. Ja? Also schau, dass du wirklich eine bequeme Position einnimmst, denn sonst kann es sein, dass jede Handposition etwas zu kurz mit Reiki versorgt wird, weil du gar nicht so lange da bleiben kannst. Ja? Vielleicht nimmst du lieber einen Massagetisch oder eine andere Möglichkeit, wie du Reiki gibst. Also es gibt viele, viele Variationen. Ja, so bewege ich mich jetzt hier nach oben. Aha. Da meldet sich unser Zen-Meister, der Obi-Wan Kenobi. Der kommt vielleicht auch gleich mal ins Bilde. Den kennst du ja von den anderen Videos. So, und dann von hier aus gehe ich noch weiter und jetzt bin ich quasi schon unterhalb der Kniescheiben angekommen. Ja. Genau, das sind die ersten Positionen, die sehr, sehr gut sind fürs Herz. Von hier aus geht es dann weiter zu den Händen, ja, als zweite Extremität sozusagen. Deswegen sagte ich vorhin mit Hand und Fuß. Das Ganze, was wir machen, hat Hand und Fuß, weil wir die Füße und auch die Hände behandeln. Und jetzt gehe ich mal hier nach vorne und beginne in der Hand. Ich könnte auch die andere Hand gleichzeitig mit Reiki versorgen, aber jetzt ist es bequemer und gut zum Zeigen, dass ich erst einmal an einer Hand bin und später vielleicht noch wechsle. Okay, hier haben wir jetzt die Handherzen, die Handflächen, die ich mit Reiki versorge, wieder mit ganz vielen Reflexzonen. Ja, ich kann auch die Finger mit einbeziehen, so als eine Handposition, das ist auch nützlich, weil hier verlaufen jetzt tatsächlich Meridiane, die auch etwas mit dem Herzen zu tun haben und damit den Kreislauf stabilisieren. Und entsprechend habe ich hier schöne Reflexzonen. Ja. Deswegen behandle ich für eine Weile die Finger, dann kommen die Handflächen und ich kann auch schon das Handgelenk dazu nehmen. Ich kann die Hände so halten
oder so halten. Ja, das ist beides möglich. Kannst du das sehen? Vielleicht nehme ich ein bisschen hoch. Siehst du das besser? Genau. Und auf diese Weise bewege ich mich jetzt sozusagen handbreit für handbreit weiter. Ja. Und kann dann hier schön Reiki geben, ja, was sehr, sehr gut ist für den Kreislauf und für das Herz. Ja, dann komme ich hier weiter nach vorne. Du siehst, immer wenn ich die Position wechsle mit meinem Körper, bleibe ich möglichst mit einer Hand auch am Körper dran. Das ist ganz, ganz hilfreich, um den Energiefluss aufrecht zu halten. Ja. Ja, und wenn ich dann hier eine Weile behandelt habe, kann ich dann schließlich meine Hände wieder hier auflegen und oder die auch so auflegen. Ja. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel nach unten mit Reiki weiter behandeln oder auch von den Händen so weiter, ja, oder hier von den Händen und dann dorthin gehen. Aber hier in Herz-Brustbereich nur dann gehen, wenn ihr auch eine entsprechende Reaktion habt, dass das angenehm ist und gewünscht ist. Ja, das waren mal ein paar schöne Handpositionen, die du sicherlich gut gebrauchen kannst, wenn du Reiki fürs Herz machen möchtest. Dann wünsche ich dir damit alles Fröhliche und Gute und dir geht's auch gut. Ja, tat das gut? Ja. Hast du irgendwas wahrgenommen? Ich habe mich sehr, sehr entspannt. Sehr entspannt? Sehr entspannt. Ja. Hast du irgendwie gespürt, dass das was mit deinem Kreislauf macht? Ja, der kam dadurch ins Gleichgewicht. Kam ins Gleichgewicht, hast du schon gespürt. Na, das ist ja toll. Hervorragend. Okay, dann so viel erstmal mit dieser Anwendung.